Hey Julia, ich finde es richtig cool, dass wir zusammen die Gruppenarbeit machen können. Oh ja, ich glaube auch, dass wir ein richtig gutes Team sein werden. Kinder, herzlich willkommen zur Kinderkirche Online. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil wir haben diese Woche von der Schule eine Hausaufgabe bekommen. Wir sollen als Team eine Flasche mit einem Seil irgendwie zusammenbinden und versuchen, das Wasser, ohne die Flasche zu berühren, in diesen Kasten zu füllen und einen Schritt davon Abstand zu haben. Und meine Teampartnerin ist Marie und ich glaube, wir werden es richtig, richtig gut machen. Ja, Nikolas, hast du dich auch Lust, bei uns noch mitzuarbeiten? Nee, ich glaube, ich schaffe das alleine. Bist du dir sicher? Ja, ich bin sicher. Komm doch zu uns, wir können das gern gemeinsam machen. Nee, ich probiere es alleine. Aber du weißt schon, dass unsere Lehrerin gesagt hat, dass es eigentlich nur als Team möglich ist, dass man das alleine gar nicht schaffen kann. Ja, ich möchte es aber trotzdem alleine machen. Na gut, ich würde sagen, wollen wir direkt hier auf der Bühne versuchen, wer es besser schafft, ob wir als Team es schaffen oder du? Ja, genau, machen wir. Okay, dann machen wir es einfach. Der Counter läuft. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Okay, Mann, wir müssen das irgendwie zusammenbauen. Ja, Das hier Seil. rankleben. Ich kann Ja. mir da so einen Knoten. Das sieht Guck doch mal, gut ein bisschen aus. Kleber dürfen wir auch benutzen, oder? Wir sollen ja nur die Flasche nicht anfassen. Ja, Ich glaube, wir sind hier. zwei. Vielleicht können wir es so machen. Ja. Wollen wir es mal ausprobieren, ob das schon irgendwie funktioniert? Wir können ja einmal üben. Mal gucken. Oh, wackelig. Oh, ja, das Ja, sieht doch gut aber. aus, wenn wir den Deckel abnehmen. Na gut, wir sind fertig. Ja, ich auch. Ja, dann darfst du anfangen, oder? Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, Du ob du musst das. versuchen, das Wasser in diesen Kasten, da ist sogar ein Glas drin, in das Glas zu gießen. Es geht doch Ohne einfach. einen Schritt davon weg. Oh. Ja. Nee, ohne den Kasten zu berühren, ohne So. jegliche Hilfe. Ach so, das habe ich mir doch anders Du vorgestellt. machst Musst du noch alles doller nass. schwingen. Noch doller schwingen? Na, das sieht echt, na. Das sieht doch nicht so aus, wie ich mir gedacht habe. Nee, ich glaube auch nicht. Sollen wir mal zeigen, was wir gebastelt haben? Ja, Ja. mach das mal Vielleicht hier kannst du schon mal die auf. Flasche aufmachen. Hältst du es fest? Okay, wir müssen auch einen Schritt von dem Kasten weg haben. Und da müssen wir das als zusammen mit ganz viel Absprache. So, ich mache jetzt mal und Oh. das sieht doch gut aus. Ja, wir haben das Wir richtig gut treffen sogar das hingekriegt. Glas. Also ich würde sagen, wir haben es besser hingekriegt. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich würde vielleicht doch bei euch beim Team mitmachen. Na klar, du kannst gerne bei uns im Team mitmachen. Wir wurden ja noch gar nicht benotet. Deswegen, wenn du Lust hast, können wir jetzt schon mal anfangen und dann können wir das Montag in der Schule unserer Lehrerin präsentieren. Okay. Aber jetzt ist Zeit für Spiele, oder? Oh Genau. ja. Wo sind wir hier? Was? Wir machen heute die Spiele? Ja, ihr Bock! Okay, ich kann das nicht so gut, ihr merkt das. Ich bin auch kein Bauchredner, ich bin Spielemaster und ich bin bereit für die Spiele. Kinder, seid ihr auch bereit für die Spiele? Yes, ich hab's gehört, richtig stark, macht euch bereit. Und ich würde sagen, wir brauchen zwei Leute, die hier nach vorne kommen und Lust haben zu spielen. Ich sehe schon mal in der ersten Runde hier, Martin ist am Start und Schola ist am Start und ihr seid am Start. Großartig, richtig stark. Wir spielen heute Bring mir was. Ja, das legendäre Bring mir was. Ich sage etwas vor und ihr müsst mir diesen Gegenstand holen. Und ich bin mir sicher, Kinder, ihr habt diese Gegenstände auch zu Hause und deshalb spielt ihr auch mit, okay? Also, bringt mir zuallererst einen großen Chicken Burger. Na, okay. Ich habe Hunger, ich habe noch gar nichts gegessen. Na gut, okay, komm, das war Spaß. Aber ich habe schon mal getestet, die beiden sind ready und die haben Bock und ihr seid auch ready. Oh, guck mal, da bringt mir sogar jemand einen Chicken Burger. Oh, nicht schlecht, ne? Okay, gut. Alright, bringt mir zuallererst ein Spielzeug. Irgendeins, komm. Und Musik hier, ein bisschen lauter. Let's go, komm. Komm, oh, das ist okay. Ein Ballon und ein Teddy. Okay, Martin spielt gerne mit Luftballons. Lässt du sie gerne platzen? Ja, ne, sicherlich. Okay, perfekt. Alles klar, als nächstes brauche ich Backpapier. Backpapier, ich sag's meiner Frau immer, wir brauchen Backpapier. Wer kein Backpapier hat, tut mir leid, selber Schuld gehabt. Backpapier ist super wichtig. Oha, was ist das denn? Das ist Papier, aber backst du damit oder was? Okay, das sieht schon besser aus. Gut. Ich würde sagen, er steht 1 zu 1. Das sieht aber lecker aus. Was ist das? Ist das mein Chicken Burger? Ja, okay. Dann ich meine Nudeln. Okay, gut. Wir brauchen noch was. Kinder, ich brauche euch, ja? Jetzt brauche ich ein Mittel. Ein Spülmittel. Irgendwas, womit ihr sauber macht in der Küche oder auch im Bad.
bringt es mir jetzt. Das ist eure Zeit läuft ab jetzt. Oha, da wird was geworfen. Oh, Moment, das war jetzt, ich glaube, wir müssen es nochmal in der Wiederholung sehen. Ja. Okay, habe ich gesehen, das war gleichzeitig, ja, also gleichzeitig. Ich glaube es ja nicht. Ihr seid super schnell. Guck mal, ich sehe die Kinder, die hecheln schon. Aber ich hoffe, ihr könnt noch. Hier vorne wird auch schon gehechelt. Alright, ich brauche hier vorne unbedingt einen Schwamm. Ein Schwamm in der Küche oder wo auch immer, vielleicht auch in Toilette oder eine Klobürste, was auch immer. Bringt mir das gerne. Und Schola ist hier, Martin, es tut mir leid. Du warst auch schnell, aber die beiden nehme ich auf jeden Fall zu mir. Das ist richtig genial. Okay, ich würde sagen, wir machen die letzte Runde. Ja, könnt ihr noch? Kinder, ihr auch? Okay, die allerletzte Runde. Bringt mir eine Süßigkeit. Ob Keks, Schokolade oder was auch immer, bringt es mir. Ich brauche es hier vorne. Okay, Schola ist schon da. Was ist denn das? Oha, da bringt mir Martin sogar schon zwei und. Okay, ich habe hier was von Martin und hier was von Schola. Okay, ich hab euch was verheimlicht. Und zwar wollte ich, dass der Keks oder die Süßigkeit angebissen ist. Und deswegen geht der Punkt an Schola. Habe ich doch gesagt, ganz laut, oder Kinder? Siehst du, die essen schon. Die haben schon gegessen, bevor sie das Ding abgeholt haben. Alright, wir sind durch mit dem Spiel. Und ich hoffe, Kinder, ihr seid sowas von aus der Puste. Denn jetzt könnt ihr euch zurücklehnen. Wir wollen wissen, was die Challenge ist. Nikolas, was machst du hier eigentlich auf der Bühne? Ich glaube, wir sind hier auf Sendung. Ich übe. Du übst? Ja. Für was übst du denn bitte? Ja, für die Pfeif-Challenge. Ah, stimmt ja. Oh Mann, das müssen wir unbedingt den Kindern erzählen. Wisst ihr, Kinder, in den letzten Wochen haben ziemlich wenige von euch bei der Challenge mitgemacht. Und wir wissen jetzt gar nicht mehr, ob wir die Challenge in der Kinderkirche weiterhin machen werden. Und deswegen haben wir uns eine allerletzte Challenge überlegt. Und diese Challenge ist ein Test. Wenn mehr als 10 Kinder mitmachen, wissen wir, wir behalten die Challenge bei und die kommt jede zweite Woche wieder neu in der Online-Kinderkirche. Aber wenn weniger als 10 mitmachen, dann wissen wir, die Challenge ist abgelaufen. Und wir haben uns eine Challenge überlegt. Wie hieß sie nochmal? Eine Pfeif-Challenge. Ah, Pfeif-Challenge, genau. Es geht nämlich darum, dass ihr etwas pfeift. Und was machen Sie dann mit dem Gepfiffenen? Naja, also da müsst ihr ein Video oder eine Sprachnachricht uns schicken. Und damit wir das dann hinterher auswerten können, wer dann gewonnen hat. Stimmt, genau. Guck mal, Kinder, wir haben hier eure Nummer. Unsere Nummer natürlich. Blenden wir jetzt ein. An diese Nummer wollen wir ein Video oder eine Sprachnachricht von euch haben, wie ihr etwas pfeift. Entweder ihr pfeift besonders laut oder ihr pfeift ein Lied oder ihr seid vielleicht noch gar nicht so alt und könnt trotzdem schon pfeifen, was auch immer. Wenn ihr pfeifen könnt, schickt uns von eurem besten Pfeifen ein Video oder eine Aufnahme und dann werden wir gucken, wer der Sieger ist. Genau. Und das bitte bis Donnerstag 14 Uhr. Ah, yes. Wir freuen uns auf eure Videos und sind schon gespannt, wer die fette Tüte Naschis gewinnen wird. Oh ja, ich bin auch schon sowas von gespannt, wer das Rennen machen wird. Aber jetzt sind wir bereit, gemeinsam mit Gott zu feiern. Seid ihr auch bereit, Kinder? Ja, ich hab's gewusst, sehr stark. Steht doch gerne auf mit uns, denn wir wollen Gott loben und ihn preisen, denn er ist hier in der Mitte und wir dürfen mit ihm Spaß haben. Lass uns loslegen mit unserem allerersten Lied und dafür zählen wir mal runter. Genau, komm. 7, komm. 6, 5, 4. Lauter Kinder. 1. Und 1 zusammen. Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Jesus, wir heißen dich willkommen. Du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen.
Jesus. Come on, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Komm, ruf es aus, Kinder. Du bist der beste Jesus. Du bist der beste Jesus. Wir wollen dich feiern, Jesus. Wir wollen dich feiern, Jesus. Oh, come on. Gib mir ein J. J. Ein E. E. Ein S. O. S. Wer ist das? Jesus. Gib mir ein J. J. Ein E. E. Ein S. O. S. Wen lieben wir? Und Jesus, wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Genau, er ist hier. Wir wollen dir begegnen. Er ist auch bei euch. Und Jesus, wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Komm, bitte alle hochspringen. Jesus, wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Hey. Jesus, wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Jesus, wir heißen dich willkommen, du bist in unserer Mitte. Wir wollen dir begegnen. Komm mal, ein Applaus für Jesus. Denn er ist der Beste. Und er ist ein richtig guter Freund für uns. Und heute sprechen wir auch über das Thema Freundschaft, ja, dass Gott oder Jesus ein richtig guter Freund für uns ist und dass wir im Team gemeinsam besser sind als einer allein. Und darüber wollen wir jetzt auch singen. Wir sind bereit für unser nächstes Lied, das da heißt, es gibt einen Freund. Es gibt einen Freund. Yes! Es gibt einen Freund. Genau. Alle zusammen. Es gibt einen Freund. Danke, Jesus, dass du unser Freund bist. Danke, dass wir mit dir gemeinsam Spaß haben dürfen, Herr. Danke, dass du ein richtig guter Freund für uns bist. Und alle sagen Amen. Und jetzt sind wir gespannt auf die spannende Geschichte, die kommt. Ja, das war ein richtig, richtig cooles Lied. Jesus ist unser bester Freund. Freundschaft ist so wichtig.
Wir haben die letzten Wochen viel von Paulus gehört. Paulus ist mittlerweile schon auf seiner dritten Missionsreise. Hier seht ihr mal eine Karte. Er ist von Stadt zu Stadt gereist und hat überall dort von Jesus erzählt. Und dabei hat er so viele coole Sachen mit Gott erlebt. Ihr habt es auch gehört, er war im Gefängnis und wurde befreit zum Beispiel. Oder er hat mal einen Mann zum Leben erweckt, der eigentlich schon tot war. Paulus war ein richtig, richtig cooler Typ, der hatte es echt drauf. Deswegen ist er auch unsere Hauptperson. Aber Paulus war selten allein unterwegs. Er hatte viele Freunde, die für ihn da waren, die ihn unterstützt haben. Einige davon kennt ihr vielleicht, Silas oder Barnabas, aber er hatte noch mehr, wie zum Beispiel die Lydia, Sekundus, Gaius, Timotheus und das sind nur ein paar. Paulus war ein echter Teamplayer, denn er wusste, den großen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, den kann er einfach nicht alleine erfüllen. Er braucht Freunde, die ihn unterstützen. Wir haben vorhin gesehen, dass Nikolas das ein bisschen anders gesehen hat zuerst. Und bei mir war das auch so in der Schule. Wenn ich mal einen Vortrag vorbereiten sollte oder ein Plakat machen musste, dann habe ich das echt gern alleine gemacht. Denn ich wusste, ich muss mich nicht darauf verlassen, dass mein Partner einen Fehler macht und dann kriege ich, wenn ich Pech habe, auch noch eine schlechte Note dafür. Aber Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer. Er hat das verstanden. Aber warum ist denn das so wichtig, im Team zu arbeiten? Edem kann uns das nochmal zeigen. Er hat eine Flasche dabei. Ihr könnt auch gern zu Hause mitmachen. Und diese Flasche steht mal für eine Aufgabe, die erfüllen muss. Halt das mal ausgestreckt. Genau so. Und am Anfang ist es noch leicht. Sieht man auch. Aber mit der Zeit kommen vielleicht mal Zweifel auf. Oder du wirst krank. Und es wird immer schwerer, das alleine durchzuhalten. Und irgendwann musst du sogar aufgeben. Aber wie ist es, wenn man Freunde hat, mit denen man das zusammen machen kann? Mit denen man eine Aufgabe zusammen bewältigen kann? Ineda kann Edo mal helfen. Ihr könnt mal zusammen diese Flasche halten. Und easy peasy, oder? Es geht viel einfacher, wenn man das zusammen macht. Genau, danke schön. Paulus kannte sich sehr, sehr gut in der Bibel aus. Und es gibt viele Geschichten, die uns zeigen, dass Freundschaft wirklich wichtig ist. Gott ist selber in einem Team mit Gott, dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Ihr kennt bestimmt Mose, der hat das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, aber er hat sich eigentlich nicht getraut, zum Pharao alleine zu gehen, weil er einen Sprachfehler hatte. Und deswegen ist sein Bruder Aaron mitgekommen und hat für ihn geredet. Nur weil sie es zusammen gemacht haben, konnte Israel aus der Sklaverei befreit werden. Oder König David, den kennt ihr bestimmt auch, er hatte einen allerbesten Freund und der hieß Jonathan. Jonathan hat David sogar das Leben gerettet. Und Jesus hatte 12 ganz besondere Freunde, seine Jünger. Mit denen hat er viel Zeit verbracht und die hatte er echt lieb. Und es gibt eine Geschichte, die finde ich auch echt cool. Die ist von den 4 Freunden. Sie hatten noch einen 5. Freund, der war gelähmt, der konnte nicht laufen. Und die 4 Freunde haben alles getan, damit dieser Freund zu Jesus gebracht wird und damit er geheilt wird. Paulus kannte all diese Geschichten und er hat verstanden, dass Gott uns damit sagen will, dass Teamplay wichtig ist, dass Freundschaft wichtig ist. Er hat in einem Brief geschrieben, dass alle, die zu Gott gehören, wie ein Körper sind. Dein Körper hat verschiedene Körperteile, zum Beispiel das Ohr, das kann hören, oder Augen, die sehen, oder Hände, die können was anfassen. Und jedes Körperteil hat eine ganz besondere Aufgabe, eine spezielle Aufgabe, die auch nur dieses Körperteil erfüllen kann. Und nur wenn alle zusammenarbeiten, funktioniert der Körper gut. Und so ist das auch mit uns. Jeder von uns hat eine ganz besondere Begabung und besondere Talente.
Und wenn wir die einsetzen und zusammenarbeiten, dann können wir wirklich Großes erreichen. Und genau, eine Sache ist zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und Martin und Edem können uns mal zeigen, wie das konkret aussehen kann. Oh Mann, ey, ich muss hier irgendwie Spanisch lernen. Ich muss lernen, mich auf Spanisch vorzustellen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nur Spanisch, Edem. Martin. Ich verstehe überhaupt gar nichts, soll das bedeuten. Kannst du ein bisschen Spanisch mir also, vielleicht ein bisschen helfen? Ich habe das damals in der Schule gelernt. Ich hoffe, es ist noch was da. Wollen wir einfach mal gemeinsam reingucken? Ja, komm. Okay. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das war meine Lieblingsaufgabe damals in der Schule. Jetzt echt? Ja. Also ich verstehe überhaupt nichts davon. Ja, guck mal, hier steht. Also ich muss irgendwie sagen, ich bin Martin und ich komme aus Hamburg, aber ich... Das ist ganz einfach. Sag mal, yo. Yo. So wie yo, weißt du? Yo. Ja, genau. Guck, Spanisch ist cool. Okay, yo. Yamo. Yamo. Martin. Martin. Fertig. Ich heiße Martin. Yo, Yamo, Martin. Ah, nee. Me, Yamo. Du hast recht. Du hast gut aufgepasst. Me, Yamo. Am Anfang me, nicht yo. Me, Yamo, Martin. Ja, genau. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Oha. Und dann geht's ja noch weiter, ne? Du kommst, wo kommst du nochmal her? Hamburg. Hamburg, okay. Soy de Arbugo. Soy de... Hamburgo. Hamburgo. Ja, genau. Musst du so einen Mix daraus machen. Me, Yamo, Martin, soy de... Hamburgo. Ja. Ist ja ganz einfach. Ja, Hammer, ey. Vielen Dank, ey. Richtig stark. Amigo. Jetzt bin ich bereit für den Spanischunterricht. Ja, krass. Sehr cool. Ihr habt gesehen, Edem konnte gut Spanisch und konnte deswegen Martin helfen. Und du kannst mal überlegen, was deine Stärken sind. Was kannst du besonders gut? Wo kannst du jemandem was beibringen vielleicht? Und so können wir unsere Stärken zusammen einsetzen. Aber Freunde sind auch dazu da, um sich zu trösten. Manchmal, wenn ich traurig bin und ich bin alleine, dann wird es schwer, wieder fröhlich zu werden. Aber wenn eine Freundin zu mir kommt, mich umarmt und für mich betet, dann ist das viel einfacher, weil ich weiß, da ist jemand, der mir zuhört und der für mich da ist. Letzte Woche hat Martin uns erzählt, wie wichtig es ist, uns gegenseitig zu ermutigen. Wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, dann schau sie dir auf jeden Fall an. Freunde sind aber auch dafür da, um sich zu ermahnen. Ich mochte das eigentlich nicht so gern, weil meine Eltern oder meine Lehrer sogar mich mal ermahnt haben. Aber wenn eine Freundin zu mir sagt und das ganz freundlich sagt, hey Marie, vorhin, da warst du so gemein zu den anderen. Ich weiß, es ist, weil dein Bruder dein Lieblingsschokopudding gegessen hat, aber es ist kein Grund, deine schlechte Laune an anderen auszulassen. Wenn mir eine Freundin das so nett sagt, dann höre ich auf so, ich nehme es mir zu Herzen, weil ich weiß, meine Freunde wollen das Beste für mich. Sie wollen, dass ich immer mehr wie Jesus werden kann. Freunde sind auch dazu da, um aufeinander aufzupassen. In der Bibel steht, wie schlecht ist es für einen, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm wieder beim Aufstehen hilft. Zwei sind besser als einer, denn wenn einer hinfällt, kann der andere dem einen helfen. Und das ist wirklich so, wenn man sich mal verletzt hat, ist es gut, wenn jemand da ist, der einen verarztet. Und auch jetzt, wenn es abends so früh dunkel ist, bin ich froh, wenn ich nicht alleine nach Hause gehen muss. Aber damit ist auch gemeint, dass man aufpassen muss, dass der Freund keine Dummheiten macht, sondern dass er so lebt, wie Jesus es sich für uns wünscht. Ihr seht, es gibt viele, viele Gründe, warum Freundschaft gut ist, warum Teamplay wichtig ist. Und du kannst mal überlegen, wer deine Freunde sind. Und du kannst auch mal überlegen, wie du ihnen zeigen kannst, dass du dankbar für sie bist. Vielleicht kannst du einen Kuchen backen. Oder du bastelst was Schönes. Denk dir was aus. Vielleicht ist dir aber auch gerade bewusst geworden, dass du gar keine echten Freunde hast. Dass du keine Freunde hast, die auch an Jesus glauben. Dann möchte ich dich ermutigen, weil ich weiß, dass Gott sich das wirklich für dich wünscht. Und wir können gern dafür beten, dass er dir Freunde schenkt, die wirklich zu dir stehen und die dich gern haben. Wir können das gern zusammen machen. Ich rede einfach vor. Du kannst in deinem Kopf leise mitsprechen und ich mache dazu meine Augen zu, damit ich mich besser konzentrieren kann. Danke, Jesus,
dass ich nicht alleine sein muss. Danke, dass du dir wünschst, dass ich Freunde habe. Bitte schenk mir Freunde, die wirklich zu mir stehen, die mich wirklich gern haben und die auch an dich glauben. Bitte hilf mir, selber ein guter Freund zu sein, um meine Freunde zu ermutigen, sie zu trösten, sie auch mal zu ermahnen, auf sie aufzupassen. Danke, Jesus, dass du mein bester Freund bist. Amen. Hey, stark, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag und ich freue mich darauf, dich nächste Woche wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss.